Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Orson 2 Kappa Mode. So, ich habe wieder etwas vorbereitet. Und zwar, wenn wir mal hier rüber gehen, gegen das QED knallen. Hier habe ich eine minimale Automatisierung. Kohle. Hier geht's Zeug rein. Hier kommt's raus. Hey! Automatisierung! Ja gut. Können wir bestimmt nochmal besser hinkriegen. So, ich würde generell mal schauen, wegen der Tier 1 Rocket, was wir dafür brauchen. Wir brauchen eine Nose Cone. Ich nehme einfach mal hier mit. Hier die Nose Cone, die Rocket Fins. Da brauchen wir Compressed Steel. Das sind dann 8 Stück. Und für die Tier 1 Rocket Engine brauchen wir noch einen Tin-Kanister und Oxygen Vent. Das ist nochmal Steel und Tin. Dürften 10 Tin sein und nochmal 1 Steel. Ich will zumindest heute die Rakete fertig machen. Also, die werden wir auch gleich wieder fertig haben. Das ist ja nicht das Thema. Ich drücke so, also ich will vielleicht gucken, dass wir heute schon dahin fliegen. Da habe ich mich jetzt ein bisschen scheiße ausgedrückt, ne? So, wir brauchen einen Button, 3 Pressure Tubes und was war das noch? Ein Feuerzeug. Okay, dann nehmen wir hier so ein Steel. Flint haben wir hier. 1-1, ein Flint und Steel. So. Einen Stone. Und die Pressure Tubes haben wir hier. Gut. Dann machen wir jetzt hier einmal fertig. So. So, eine Nose Cone. Zack. Rocket Fins. 4 Stück. Stimmt. Und die Tier 1 Rocket Engine. Da brauchen wir das hier. Das hier. Und zu guter Letzt das hier. So. Jetzt sollten wir alles haben für die Rakete. So, das dahin, das dahin, das dahin, das dahin. Tier 1 Rocket. Jetzt haben wir eine Quest erfüllt, aber da haben wir den Bereich noch nicht freigeschaltet, okay. So, dann nehmen wir mal die Rakete und stellen... Oh. Stellen sie nirgendwo hin. Reise abgebrochen. Ciao, Leute. Nicht Spaß. Wir brauchen natürlich jetzt noch eine Plattform. Wie heißt die denn? Warte. Ne, das kann ich auch nicht machen. At Galacticraft. Wie heißt die scheiß Plattform nochmal? Galacticraft Core. So. Mhm. Launchpad, genau. Brauchen wir noch hier so ein Rocket Launchpad. Brauchen wir Compressed Iron und 3 Eisenblöcke. Das ist relativ schnell gemacht. Und dann hier 3 Eisenblöcke. So. Zack. Zack. Rocket Launchpad. Platzieren wir die Rakete dann doch einfach mal hierhin. So. Rakete dahin platzieren. So, wenn wir jetzt mal hier drauf gucken. Die braucht Tank. Die braucht Fuel. Dafür bräuchten wir dann einen Fuel Loader und auch noch Fuel. Schauen wir uns erstmal den Fuel Loader an. Alter. Wir brauchen
Oh, ey, ich hab keinen Bock mehr. Okay. Dann brauchen wir einen Metallurgic Infuser. Ich habe das zwar schon vorbereitet, aber ich wollte jetzt eigentlich noch nicht anfangen mit Mechanism. Na? So. Zack, zack, zack. Und was stimmt jetzt schon wieder nicht? Machine Frame Resonant. Zack, zack, zack. Ah, jetzt habe ich. So, nächster Versuch. Ach, der erkennt das Stahl, den Stahl nicht. Das muss aber auch genau der sein. Wie kriegen wir. Können wir das einfach chiseln? Können wir, perfekt. Hier kriegen wir jetzt den raus. Genau, der ist falsch. Dann brauchen wir den hier. Dann machen wir nochmal Trick 52, wie wir dem aus dem Weg gehen können in Zukunft. Zack. 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 Wir haben Unifier Barrel. Dann machen wir mal kurz so. Und das ist alles umgeändert. Gut. Dann nächster Versuch. Davon eins und davon vier. Mal gucken, ob ich das in diesem Jahrhundert nochmal hinkriege. Also ich bitte schon mal vielmals um Verzeihung für diese etwas fehlerhafte Szenerie hier. Da, jetzt haben wir ihn doch. Und weil er so schön war. Machen wir gleich mal ein paar mehr. So, 15 Steel Casings. Dadurch haben wir dann auch hier in Epsilon das freigeschaltet. Also das abgeschlossen. Und wir machen uns dann eine Metallurgic. Gucken wir mal hier rein. Wow, ganz nett. Kann aber eigentlich in den Müll. Jetzt mal gerade faul. Zack, zack. So, der Metallurgic Infuser. Wir brauchen einen Transistor, zwei Steel, Gray Plastic und Osmium. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir so richtig Osmium brauchen. Ich mache mal gerade zwei Cyanplastik. So. Dann machen wir nochmal zwei Transistoren. Wobei, wir haben genug hier. Da. Oh, ich hatte hier auch noch drin. Ja gut. Passiert. Dann aber das hier wegnehmen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, Transistoren haben wir. Dann brauchen wir noch den Stahl. Das lege ich mal hier rein. Da haben, nehmen wir jetzt mal den hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann Osmium haben wir hier. Brauchen wir 9 Stück von. Und ansonsten müsste es das gewesen sein. Schauen wir doch mal nach.
1. Was fehlt hier jetzt? Ich bin auch schlau. Vielleicht klappt das ja jetzt. So. 3 Metallurgic Infuser. Die parken wir dann auch einmal hier. Gut, die sind voll. Und jetzt kommen wir zum ekligen Teil. Wir brauchen Reactor Casings. Oder wie heißen die hier? Reactor Frames. Dafür brauchen wir Atomic Alloy. Dafür brauchen wir Reinforced Alloy. Dafür brauchen wir Enriched Alloy. Und dafür brauchen wir Capacitor und Redstone. Das heißt, wir brauchen davon. Ich mache jetzt einfach auf. Es ist mir gerade so gut von scheißegal, ne? Machen wir jede Reihe nach. Redstone. Das muss natürlich jetzt Diamond Dust sein. Pulverizer. Müssen wir noch einen Pulverizer machen. Ich kriege noch einen Affen hier. Wo kriege ich hier echt noch einen Affen und nenne den Günther. Gut. Dann machen wir mal schnell einen Maschinenframe. Alter. Hier 5. Hier 4. Der Rest sollte drin sein. Zack, zack. 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 Das ist relativ schnell fertig, wie ihr jetzt hier seht. Was brauchen wir denn noch für einen Pulverizer? Das hat mich jetzt echt so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Wir brauchen 2 Copper Gears, die können wir ja schon mal schnell machen. Jetzt war jetzt eh gerade fertig geworden, aber naja. So. Na, Kühe? Ja, man sieht jetzt hier schon, ich habe schon viel. Ach, vergiss es. Ich erkläre es einfach gleich. Ich mache einfach gleich hier alles auf einmal. So, Pulverizer. 2 Flinten, Pisten. Hier davon. Zack. Und Holz. Sehr schön. So, jetzt zack. Zack. Und zack, Pulverizer. So. Dann packen wir einfach mal hierzu. So, wie sieht das aus? Der hat noch Puffer für Redstone. Okay, das restliche Redstone packe ich hier mal wieder hin. Okay, zurück zum Reactor Frame. So, Atomic Alloy, wir brauchen dann noch Reinforced Obsidian. Das heißt, wir brauchen da einfach Obsidian Dust. Das ist ja kein Thema. Pulverized Obsidian können wir auch hier machen. Ich weiß, man könnte jetzt mit der Enrichment Chamber
noch mehr rauskriegen, ist mir aber am Anfang relativ egal. Wir haben auch die Ressourcen dafür, weil, naja, ich habe jetzt keinen Bock, noch die PCBs einzustellen und die Advanced Circuits. Also sparen wir uns für ein anderes Mal auf. Packen wir dann den doch mal lieber hier hin. So, theoretisch gesehen brauchen wir ja nur ein einziges. Fangen wir doch mal an. Nehmen wir hier den Capacitor raus. Und wir machen unser erstes Enriched Alloy. Ich weiß ja, an welchen Enthronen, aber ich möchte den Prozess einmal zeigen. Enriched Alloy. Dann hier. Müsste jetzt ein Reinforced Alloy rauskommen. 4,5 Kilometer. Okay, wie sieht das hier aus? Oh. Kommt nach, alles klar. Und dann hier zu guter Letzt Atomic Alloy. Ich muss ja sagen, das hat mich so ein bisschen aus dem Konzept geworfen. So, Fuel Loader. Wir brauchen 4 Compressed Iron. Was haben wir eigentlich hier in Quest noch aus Versehen fertig gemacht? Also, wir sollen das auch noch machen, habe ich schon gerade gewundert. Dias, tschüss, tschüss und tschüss. So, Basic Gas Tank. Ich brauchte nochmal Redstone. Und noch einen davon. So. 2 davon. Einmal Glas. Jetzt habe ich hier den noch vergessen. Den habe ich schon ausgehend vorbereitet. Ich habe aber einfach nur gedacht, dass das ein normales Glas ist. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, dass die jetzt auch noch rankommen und schon Reaktorglas wollen. Ja gut. Zack, 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 zack. Zack. Zicki, die. Zack. Ein Fuel Loader. So. Den können wir jetzt hier ran anschließen. Hier ist Power. Da ist Suppe. Wie ich sogar schön gerade nennen würde. Dann nehme ich jetzt hier mal ganz blöd den High Temperature Furnace raus. Mit dem hier und einem Bucket, die haben wir hier. Wobei, nehmen wir den hier. Sehr schön, das kommt rein. Dann nehmen wir uns hier noch ein Fluid Conduit. Und hier die Gasoline Drum. Zack und zack. Extract. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, die wird befüllt. So, wieso können wir jetzt noch nicht abfliegen? Weil die noch nicht geladen ist. Naja, und wir fliegen ins Weltall. Da fehlen uns hier noch so was Ausrüstung. Ich schaue jetzt mal kurz drüber. Oxygen. Ich will mir hier auf jeden Fall die dicken Tanks machen. Wolle ist kein Thema. So, zack. 28 davon. Dye Essence. Zack. Sehr schön, das haben wir.
Packen wir beiseite. Tin Kanister und Compressed Steel. Das heißt, wir brauchen 30 Compressed Steel und 6 Compressed Steel und 30 Compressed Tin. Warum 30? Weil wir das Ganze zweimal machen. So. Die müssten wir dann noch auffüllen. Das mache ich aber. Okay. Mach ich gleich. Zeige ich gleich wie. Wir brauchen ein Iron Helm. Dann machen wir den einmal ganz kurz. Unter normalen Umständen ist das kein Thema. Hier ist das schon ganz schon ein bisschen schwieriger, aber auch für uns kein Thema mehr. So. Dann brauchen wir noch Glasspaints. Okay. Kennst du Glasspaint? Das ist der kleine Bruder von Max Payne. Ich glaube, den habe ich schon mal gebracht, oder? Der war, glaube ich, beim ersten Mal schon nicht witzig. So, Oxygen Mask. Wir brauchen hier noch so ein Oxygen Gear. Wir brauchen Oxygen Pipe und. Okay, das ist kein Thema. Es sieht erschreckend aus, aber es ist eigentlich einfach. Steel. Compressed Bronze müssten wir auch noch haben. Sehr schön und 4 Stück. Alles gar kein Thema. Kommando zurück. Thema ohne den Kanister gibt es keinen. So. Und so, und jetzt brauchen wir nur noch die Oxygen Pipes. Wir haben es gleich geschafft. So. So. Und hier so. So. Sehr schön. Dann kann das da rein. Die können da rein. Die kann da rein. Wir brauchen jetzt nur noch einen Parachute. Möglichst hier von einem nehmen. Da braucht man Canvas. Das sind Strings und Sticks. Das ist auch gar kein Thema. Wir müssen eigentlich hier noch Muffin und Strings haben. Hier. So, das sollte passen. So, dann brauchen wir nur noch Stickies. So, Canvas, Parachute. Und da ich einen blauen möchte, holen wir uns noch ein Lapis. Ein Lapis. Zack. Parachute. Haben wir. Das hier ist das Sensormodul oder Radiomodul. Scheint mir das Radiomodul. Das Galacti. Das müsste. Frequency-Modul. Brauchen wir jetzt mal nicht. Es ist nicht überlebenswichtig. Ich glaube, das so, habe ich auch so noch nie wirklich gebraucht. So. An für sich sind wir jetzt bereit zum Abreisen. Warum sage ich das jetzt so komisch? Ganz einfach. Wie wir sehen, sind die Tanks leer. Ich könnte jetzt sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Oder ich nehme hier diesen Kanister Liquid Oxygen raus mit meinen Tanks und zeige euch einen kleinen Trick. Zack. Zack. Jetzt sind die Tanks voll. Ich habe drüben eine Kuh mit Liquid Oxygen. Der hatte ich mal vor einer Zeit bekommen.
Und Liquid Oxygen ist eigentlich nichts anderes als das Zeug, was hier in die Tanks geht. Also einfach nur Oxygen. Also ein Vierteltank macht einmal voll und Ende. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sollten wir startklar sein. Schauen wir mal. Jawohl. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge wird es Zeit für El Grande Mondreise. Dann sage ich jetzt auch mal, würde ich nochmal, würde ich sagen, würde ich sagen, würde ich sagen, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.